Hi, es ist wieder Sonntag und ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Ich war letztens übrigens Pfandkönig. 79,97 Euro zurück. Hey, ich wurde fürs Einkaufen bezahlt. Und ja, es waren zwei Einkaufswagen voll und nein, ich bin nur einfach faul. Ich glaube, künftig gibt es nur noch Kästen, aber auch da sehe ich die Front irgendwie eskalieren. Ach ja, zu meiner Verteidigung, meine Arbeitstage gehen gern mal über 12 Stunden und das nicht nur einer in der Woche. Gibt echt manche Tage, da gibt's außer Arbeiten und Schlafen nicht viel anderes. Zum Glück sind das nur 2 bis 3 Tage in der Woche und damit lässt sich also umgehen. Ich denke, einigen von euch geht's ähnlich. Drückt also mal auf den Like-Button, wenn ihr die Zeit findet. Oh, und schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das Ehepaar da in der Geschichte ausgeschnapst hat. Würde mich sehr interessieren, was ihr denkt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Ich arbeite in einer Eckkneipe in einer kleinen Stadt in Minnesota. Eigentlich war es mehr ein Restaurant, aber es wurde immer unter den Einheimischen als Kneipe bezeichnet. Dort habe ich größtenteils Bestellungen entgegengenommen, geputzt und ab und zu Drinks zubereitet. Ich war der Einzige, der dort wirklich arbeitete, abgesehen von den beiden Besitzern, einem älteren Ehepaar in ihren 70ern. Ich dachte daran, mir einen anderen Job zu suchen, aber die Besitzer boten mir an, dass ich, wenn ich dort bliebe und aushalf, der Erste sein könnte, der das Lokal für wenig Geld übernimmt, sobald sie in den Ruhestand ging. Es war ein guter Deal. Man muss sich erst daran gewöhnen, in einem solchen Lokal zu arbeiten. Man muss viele Ortsansässige kennenlernen. Man muss verstehen, wer wer ist und wer was macht. Und obwohl die meisten dieser Leute harmlos und nett sind, gab es dieses eine Ehepaar, das mir irgendwie sauer aufstieß. Ich möchte jedenfalls meine persönlichen Erfahrungen mit diesen Menschen mit euch teilen. Für die einen ist das eine Warnung, für die anderen vielleicht die Antwort auf ein paar Fragen, von denen sie nicht wussten, dass sie sie hatten. Pat und Angela Fischer waren zwei Einheimische, die nur einmal im Jahr dort in der Eckkneipe vorbeikamen. Die meiste Zeit blieben sie also unter sich. Man sah sie höchstens beim Einkaufen oder Tanken. Offensichtlich waren sie nicht gerade gesellige Typen und es gab viele Spekulationen darüber, ob mit ihnen etwas nicht stimmte. Manche hielten sie sogar für religiöse Spinner, während andere glaubten, sie hätten vielleicht extreme politische Ansichten. Ich persönlich war mir nicht sicher. Auf mich wirkten sie eigen, aber eigentlich harmlos. Die Fischers besuchten unser Restaurant also wie gesagt einmal im Jahr. Sie machten sich an diesem Abend schick und kamen zum Essen. Diejenigen, die lange genug in dieser Stadt lebten, wussten, dass die Fischers eine Tochter hatten, Eleanor, die sie jedoch nie dabei hatten. Man konnte sie gelegentlich sehen, wenn man an ihrem Haus vorbeifuhr, aber die meisten wussten nicht einmal, dass die beiden überhaupt ein Kind hatten. Ich hatte bereits 5 Jahre in dieser Kneipe gearbeitet, als die Fischers wieder einmal hereinspazierten. Pat trug ein schwarzes Hemd und einen braunen Blazer, Angela ein schlichtes weißes Sommerkleid. Und wie immer war Eleanor nicht bei ihnen. Dennoch, es schien wohl eine Art besonderen Anlass zu geben. Ich ging jedenfalls auf die beiden zu, versuchte ein bisschen Smalltalk zu führen, teilte ihnen mit, dass sie wirklich schick aussahen und wünschte ihnen einen angenehmen Abend. Sie gaben mir jedoch nichts, womit ich etwas hätte anfangen können. Kein Hinweis, warum sie da waren. Sie bestellten einfach ihr Essen, saßen schweigend da und schauten aus dem Fenster. Ich schlich kurzerhand zurück in die Küche und sprach die Besitzer darauf an. Sie verdrehten jedoch nur die Augen. »Das machen Sie jedes Jahr so, seit Ihre Tochter geboren wurde«, meinte die alte Frau. »Ich glaube, das ist so ein Geburtstagsding.« Ich ließ mich jedoch von meiner Neugier überwältigen und stellte, während meiner letzten Interaktion mit dem Ehepaar, beiläufig die Frage, wie es Eleanor ginge. Ohne mit der Wimper zu zucken oder mich eines Blickes zu würdigen, antwortete Angela. »Es geht ihr gut, alles ist in Ordnung.« Und das war alles. Das Gespräch war beendet. Die Fischers aßen eine einfache Mahlzeit, tranken jeweils ein Glas Rotwein und als sie fertig waren, bezahlten sie bar, gaben mir ein angemessenes Trinkgeld und gingen. Sie schienen es irgendwie eilig zu haben, also versuchte ich, sie nicht weiter aufzuhalten.
Trotzdem war ich immer noch neugierig. Jeder wusste, dass die Fischers etwas Seltsames an sich hatten, aber niemand wusste genau, was es war. Am Ende des Abends räumte ich den Tisch ab, an dem die Fischers gesessen hatten. Dabei fiel mir etwas Ungewöhnliches auf. Angelas Handtasche. Sie hatte sie zu Beginn des Essens beiseite gestellt und dann wohl einfach vergessen. Natürlich wollte ich sie ihr zurückgeben, aber ein Teil von mir konnte nicht anders, als sie genau unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht gab es einen Hinweis darauf, was es mit den beiden auf sich hatte. Ich bin jedenfalls nicht stolz darauf, aber ich habe ihre Tasche durchwühlt. Allerdings war da nicht viel drin. Eine aufgeschriebene Telefonnummer eines Mannes namens Tom, ein paar Münzen, etwas Schminke, Taschentücher und einige lose Scheine. Mehr nicht. Auch kein Telefon. Ich beschloss, ihnen die Tasche noch am selben Abend zurückzugeben. Irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ihre persönlichen Sachen durchwühlt hatte und dachte, ich könnte ihnen so etwas Nettes tun. Vielleicht waren sie einfach nur ein ungewöhnliches Paar. Vielleicht war ich nur voreingenommen. Nach meiner Schicht stieg ich jedenfalls in meinen himmelblauen Nissan und fuhr zum Haus der Fischers. Ich sehe es jedes Mal, wenn ich zur Arbeit fahre. Es liegt quasi auf dem Weg. Es war etwa 22 Uhr, als ich in ihrer Einfahrt anhielt. Ich dachte, ich würde nur kurz reingehen, also machte ich mir nicht einmal die Mühe, den Wagen abzuschließen und ließ ihn einfach in der Einfahrt stehen, zusammen mit dem Essen, welches ich mir aus dem Restaurant mitgenommen hatte. Selbst mein Handy hatte ich dort gelassen. Es lud ohnehin gerade. Die Fischers hatten ein sehr schönes, zweistöckiges Haus mit einer separaten Garage und einem kleinen Gästehaus im Hinterhof. Die Farbe des Hauses hatte mir schon immer gefallen, ein zartes Grün mit weißen Akzenten. Aber es passte irgendwie nicht so recht zu den blauen Sonnenblumen im Vorgarten. Als ich vor ihrer Tür stand, hörte ich ein Donnern am Himmel. Es schien wohl eine regnerische Nacht zu werden. Ich suchte eine Weile nach einer Klingel, fand jedoch keine, also klopfte ich an die Tür. Irgendetwas an der Atmosphäre veränderte sich. Eine plötzliche Stille, als käme von innen ein Geräusch, das ich kaum wahrnahm und welches mit meinem Klopfen verstummte. Unterhielten sie sich gerade? Pat öffnete die Tür einen Spalt, aber sie wurde von einer Kette zugehalten. Seine Augen weiteten sich. Ich hatte sofort den Eindruck, dass etwas nicht stimmte. »Ja?« sagte er. »Ich bin nur hier, um die Tasche Ihrer Frau zurückzugeben«, lächelte ich. »Sie haben sie im...« »Ja, natürlich«, unterbrach er mich. »Danke.« Er streckte die Hand aus und griff durch den Türspalt. Gerade als er die Tür schließen wollte, hörte ich das Quietschen eines Stuhles, der mit einem Ruck über den Boden geschoben wurde. Ich erhaschte einen flüchtigen Blick auf jemanden. Ohne lange nachzudenken nahm ich an, dass es Elena sein musste und platzte mit einem »Schön, dich zu sehen, Elena. Einen schönen Tag dir noch« heraus. Dann wurde mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Mich machte kehrt, um vor dem einsetzenden Regen zurück zum Auto zu gehen, als es an der Tür klapperte. Pat riss die Tür weit auf und rief nach mir. »Warte«, rief er. »Entschuldige, ich war unhöflich. Das tut mir leid.« »Kein Problem«, entgegnete ich nur achselzuckend. »Schönen Abend noch.« »Nein, das kann ich nicht akzeptieren«, kicherte er. »Warum kommst du nicht rein? Wir essen gerade Rhabarberkuchen.« »Ist schon in Ordnung. Vielen Dank.« »Ich bin sicher, Elena würde sich über Gesellschaft freuen.« Ich warf noch einen Blick auf ihn und dann zurück auf mein Auto. Jede einzelne höfliche Phase meines Körpers schrie mich an, die Einladung anzunehmen, aber ich wollte einfach nur von da weg. In dem Moment wurde ich das Gefühl nicht los, dass mit den Fischers etwas ganz und gar nicht stimmte. Auch auf Kosten eines selbstgebackenen Rhabarberkuchens. »Grüßen Sie sie von mir«, lächelte ich und stieg wieder in meinen Wagen. Dann setzte der Regen ein. Ich sah, wie Pat zurück ins Haus ging, während ich die Schlüssel einsteckte und an den Scheibenwischern herumhantierte. Anschließend vergewisserte ich mich, dass die Alarmanlage meines Wagens ausgeschaltet war. Sie ist manchmal etwas störungsanfällig. Als ich geradeaus blickte, sah ich Pat mit etwas in der Hand wieder herauskommen. Jemand schrie aus dem Haus. »Liebling, warte! Er hat mich!« Pat Fischer hob eine Schrotflinte und mir rauschten die Ohren noch, bevor ich die Mündung aufblitzen sah. Ich riss die Hände hoch, als ein Sperrfeuer aus Schrotkugeln die Motorhaube meines Wagens durchlöcherte. Augenblicke später flog die Wagentür auf und ich starrte in den Lauf einer Waffe mit einem aufgebrachten Pat Fischer am anderen Ende. Er war so nah, dass ich die Regenflecken auf seiner Brille sehen konnte. »Raus!« brüllte er. »Raus, sofort!« Seine Frau stand in der Tür und schrie sich die Seele aus dem Leib.
Ich schlug die Arme über den Kopf, hielt mein Gesicht unten und tat, was man mir sagte. Meine Ohren schmerzten. Es war, als würde etwas in meinen Ohren von dem Geräusch berstenden Metalls zerfetzt werden. Wir können das nicht tun, schrie Angela. Wir können das nicht. Es ist zu früh. Mir bleibt nichts anderes übrig, brüllte Pat zurück. Er hat sie gesehen. Er hat sie gesehen, verdammt! Als hätten meine Beine vergessen, dass sie sich bewegen konnten, zerrte mich Pat an den Haaren nach draußen. Kalter Schlamm sickerte meine Hose, als meine Knie den Boden berührten. Dann wurde ich hochgezogen. Ab diesem Moment konnte ich mich nicht mehr so richtig fokussieren. Mein Verstand drehte sich im Kreis und versuchte herauszufinden, was zum Teufel da los war. Im Nachhinein gab es wirklich nichts, was darauf hindeutete, wie verrückt die Fischers wirklich waren. An den Wänden hingen Bilder, in der Küche ein Spruchband, das die Liebe zum Haus ausdrückte. Saubere Teppiche und abgenutzte Tapeten, so wie man sich ein richtiges Zuhause eben vorstellt. Nur war diese Illusion zerstört. Ich wurde zu Boden gestoßen und meine schlammige Jeans befleckten den geblümten Teppich im Flur. Wir haben noch Jahre vor uns, Pat. Jahre! Schrie Angela. Wir können das nicht tun. Nicht jetzt. Es ist zu spät und jetzt müssen wir damit klarkommen. Wenn du sie in der Küche gelassen hättest, wären wir nicht. Die beiden wurden für einen Moment still und sahen sich im Haus um. Angela eilte durch den hinteren Flur in die Waschküche und wenige Augenblicke später gab es ein Gerangel. Jemand schrie und Angela begann zu protestieren. Pat wollte unbedingt helfen, konnte mich aber nicht aus den Augen lassen. Stattdessen stand er einfach da und rief nach seiner Frau. Ein paar Sekunden später kam Angela zurück. Sie hatte ihre Arme um Elena geschlungen, die ungefähr 14, vielleicht 15 Jahre alt zu sein schien. Sie hatte schulterlanges braunes Haar, trug ein schwarzes T-Shirt und ein paar ausgeblichene Jeans. Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass ich sie aus der Nähe sah. Elena schrie ihre Mutter an, sie solle sie loslassen, während Angela verzweifelt versuchte, sie zu beruhigen, indem sie sie umarmte und drückte. Doch Elena half das nicht. Na, 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 du süßes Sommerkind, stöhnte Angela. Nach einem kurzen Kampf merkte Elena, dass sie keine Chance hatte. Für einen Moment hielten wir alle inne. Der Flur hallte von keuchendem Atem wider, während wir uns alle ansahen. Angela hatte immer noch die Arme um ihre Tochter geschlungen. »Nach oben«, sagte Pat. »Einer nach dem anderen.« Elena sah Pat ungläubig an. Dann bemerkte sie die Schrotflinte. Ihre Augen weiteten sich. Sie sagte kein Wort, als wir beide langsam die Treppe hinaufgeführt wurden. Angela blieb hinter ihrem Mann und sah ihm über die Schulter. »Wir schaffen das schon«, flehte Angela. »Alles wird gut, nur eine Minute, okay? Okay?« Ich sagte nichts. Ich sah nur Elena an, die genauso verwirrt wie ich schien. Wir wurden in ein kleines Gästezimmer im obersten Stockwerk geleitet. Anhand der abgestandenen Luft konnte ich erkennen, dass hier schon länger jemand lebte. Aber am auffälligsten waren die Eisengitter, die an die Fenster geschweißt waren. Es schien, als hätten Pat und Angela nicht die Absicht, uns in absehbarer Zeit aus diesem Zimmer herauszulassen. Kaum waren wir eingetreten, entschuldigte sich Angela und die Tür fiel zu. Außen war eine Reihe von Schlössern angebracht, die nacheinander zuschnappten. Der Regen wurde draußen immer stärker und wir hörten den Wind aufheulen. Das Haus ächzte, als es dem Druck des Windes standhielt und verursachte Knackgeräusche sowie kleine Risse in den Wänden und an der Decke. Elena sank auf ihr Bett und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Ich griff nach meinem Handy, nur um festzustellen, dass es auf dem Beifahrersitz lag, direkt neben meinem aus dem Restaurant übrig gebliebenen Essen. »Kennst du diese Leute?«, fragte Elena. Ich brauchte einen Moment, um ihre Frage zu begreifen und starrte sie an. »Ja«, stotterte ich verwirrt. »Du nicht?« Es stellte sich heraus, sie war nicht Elena Fischer. Es war ein Mädchen namens River. Sie war 14 Jahre alt und stammte aus einer kleinen Gemeinde nördlich von Phoenix, Arizona, und kannte die Fischers erst seit ein paar Wochen. Das Mädchen war entführt worden. Sie hatte keine Ahnung, was passiert war, aber zumindest war sie unverletzt. Laut River gab es sonst niemanden im Haus. Es gab keine Elena und sie verstand nicht, warum sie alle sie so nannten. Sie hatte versucht rauszukommen, aber die Fischers hatten das Haus abgeriegelt. »Ich habe keine Ahnung, warum sie das tun«, stammelte sie. »Ich habe keine Ahnung. Sie sagen mir nichts.«
Haben Sie noch jemanden entführt? Fragte ich. Jemanden außer dir und mir? Sie schüttelte den Kopf. Aber ich höre Sie manchmal reden, sagte sie. Schau. Sie lehnte sich an die gegenüberliegende Wand und drückte ihr Ohr dagegen. Ich folgte ihrem Zeichen und hörte gedämpfte Stimmen von unten. Es musste eine Art Lüftungsschacht geben, der an der Küche vorbeiführte und ihre Stimmen durch die Wände hallen ließ. Pat und Angela sagten etwas von zu früh und etwas von noch 4 Jahre. Ich versuchte mir einen Reim darauf zu machen. Dann sah ich mich im Zimmer um. Es schien ein umgebautes Kinderzimmer zu sein. Die Tapete war noch mit bunten Schmetterlingen verziert und an der Seite des Türrahmens waren kleine Einkerbungen. Solche, die man macht, um zu sehen, wie viel jemand Jahr für Jahr gewachsen ist. Jedoch hörten die Kerben nach 3 Jahren auf. Dann auch nichts mehr. Nach allem, was ich über Elena Fischer gehört habe, war sie ein blasses, junges Mädchen mit schulterlangen braunen Haaren, aber das war auch schon alles, was ich wusste. River passte sehr gut auf diese Beschreibung, aber das taten viele Mädchen. Sie sagten, sie würden mich gehen lassen, erklärte River. Ich muss nur noch ein bisschen bleiben. Haben Sie gesagt, wie lange? Ein paar Wochen, seufzte sie. Aber das ist schon Wochen her. Warte, du warst also den ganzen Tag hier, während sie zum Essen ausgegangen sind? Sie haben mich im Bad eingeschlossen, nickte sie. Sie wollten sich mit jemandem treffen und dann wollten sie ausgehen. Es hatte den Anschein, als wäre es ein großes Ding. Der Zettel in Angelas Handtasche kam mir wieder in den Sinn. Dieser Tom, vielleicht ein Komplize? Etwa eine halbe Stunde war vergangen, als ich plötzlich Schritte auf der Treppe wahrnahm. Ich konnte Angela flehen hören und Pat entgegnete ihr. Wir können ihn nicht 4 Jahre hier behalten. Das können wir nicht, aber wir... Meine Gedanken rasten in 3 Richtungen gleichzeitig. Ich dachte daran, mich zu verstecken, anzugreifen, an ihm vorbeizurennen, aber am Ende tat ich gar nichts. River und ich stellten uns einfach an die Wand, so weit wie möglich von der Tür entfernt. Als Pat hereinkam, merkte ich, dass er unsicher war. Seine Hände zitterten und er hatte den Finger am Abzug. Du, nickte er mir zu. Raus, sofort! Angela stand mit verschränkten Armen daneben. Pat führte mich die Treppe hinunter und durch die Hintertür in den Waschraum. Niemand sagte ein Wort. Inzwischen regnete es in Strömen. Meine Haare klebten mir im Gesicht und meine Augen brannten. Der Boden roch nach nassem Dreck und irgendeiner Chemikalie. Vielleicht Ammoniak. Der Regen war jedoch unerbittlich. Ich hörte Angela aus dem Haus etwas rufen, aber ich konnte nicht hören, was. Pat spannte die Schrotflinte und sprach, wie es schien, zu sich selbst. Wir sind schon zu weit gegangen. Wir können jetzt nicht aufhören, sagte er. Wir können jetzt nicht mehr aufhören. Ich blickte zu ihm auf, nur um zu realisieren, dass die Waffe auf mich gerichtet war. Das war's dann also. In diesem letzten Moment ging mir die Option, die ich hatte, durch den Kopf und ich versuchte in letzter Sekunde zu reagieren. Jedoch stand ich unter Schock. Ich war gefangen in der Rolle des Zuschauers und sah mich mit meinen eigenen Augen, unfähig zu glauben, dass ich es war, der auf dem Hackklotz saß. Sein Blick traf den meinen. Er hatte Angst. Angela rief wieder und Pats Blick huschte zur Seite. Sie wiederholte etwas. Seine Augen wurden unruhig, als er wieder zurück zu ihr blickte. Er kann ihn haben, rief sie zurück. Wir können ihn ihm geben und er kann ihn haben. Warum? Angela rannte nach draußen und bedeckte ihren Kopf mit einer Jacke. Sie rannte auf Pat zu. Ich versuchte, mich aus dem Schlamm zu ziehen, aber er wandte seine Aufmerksamkeit wieder auf mich. Ich durfte ihn nicht noch mehr provozieren. Wenn er ihn mitnehmen kann, brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Dann haben wir keinen Grund mehr zur Sorge. Und was, wenn nicht? Dann kümmern wir uns darum, nickte Angela. Aber wenn wir das nicht müssen, dann... Ja, nein, ich... Ja, seufzte Pat. Ja, das ist gut. Das machen wir. Während sie sprachen, sah ich mich um. Wir waren im Hinterhof. Zuerst dachte ich, es sei ein Garten, aber es wuchs nichts. Es gab kleine Holzschilder, die in 5er Reihen aufgestellt waren, insgesamt 10. Sie waren alle von 4 bis 13 nummeriert. Ich blickte hinunter und drückte meine Hand in die Erde.
Nicht weit rechts von mir war eine Markierung mit der Nummer 14. Dort war die Erde unberührt und daneben lag eine Schaufel. Was zum Teufel hatten sie nur getan? Ich wurde wieder ins Haus geführt. Angela stand an der Seite und wippte hin und her. Sie war total aufgelöst und starrte auf etwas an der Wand. Ein Holzhammer. Ein einfacher Holzhammer, der direkt über der Waschmaschine hing. Auf dem Griff waren 10 schwarze Kerben, dieselbe Anzahl an Kerben wie Holzschilder draußen. Süßes Sommerkind, schluchzte Angela. Du kommst nach Hause. Pat führte mich wieder hinauf und warf mir ein Handtuch zu, mit dem ich mich abtrocknen konnte. Als ich wieder mit River vereint war, konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten. Die ganze Angst, die ich vor mir hergeschoben hatte, überrollte mich nun wie ein LKW und mein Körper fühlte sich an, als würde er sich verabschieden. Es war einfach diese alles verzehrende, auf einen einzigen Punkt konzentrierte Angst. Vom Zustand der Ungewissheit zur vollen Erkenntnis dessen, was passieren könnte, zu gelangen, war so surreal. Ich erzählte River alles, was ich dort draußen gesehen hatte. Die Markierung, die Schaufel. Und bei all dem versuchte ich, einen Einblick in ihre Gedanken zu erhaschen. Es war nicht das erste Mal, möglicherweise war es bereits das 10. Mal und sie würden es wieder tun, wahrscheinlich noch 4 weitere Male. Sie mussten doch eine Art von Komplizen gehabt haben. All diese Teile fügten sich langsam zu einem Bild zusammen. River schüttelte den Kopf und sah aus dem Fenster. Verstehst du es denn nicht? Sagte sie mit einem Zittern. Sieh nur, wonach sieht das denn aus? Ich ging zum Fenster und sah hinaus. Ordentliche Reihen mit jeweils 5 Schildern. Das konnte nur eines bedeuten. Gräber, sagte ich. Sie sehen aus wie Gräber. Wir mussten etwas tun. Irgendetwas. Als Blitze am Himmel zuckten, hatte River eine Idee. Wir zählten die Sekunden herunter, bis wir einen Donnerschlag hörten, legten dann vorsichtig einen Stuhl auf den Boden, der sich am anderen Ende des Raumes befand, und bereiteten uns auf den nächsten Donner vor. Pünktlich zum Donnerschlag brach ich eines der Stuhlbeine ab. Eine provisorische Waffe. River warnte mich, dass das Gewitter zu unregelmäßig sei. Den nächsten Donner mussten wir doch auslassen, weil uns das richtige Timing fehlte. Doch mit dem dritten Grollen brachen wir ein weiteres Bein ab. Als ich mich gegen die Wand lehnte, bemerkte ich, dass diese ziemlich dünn war. Wir zogen unsere Schuhe aus und benutzten die abgebrochenen Stuhlbeine als eine Art Pickel. Die Wand war aus Gips, also hatten wir eine Chance, ein Loch in Richtung des Nebenraums zu schlagen. Allerdings mussten wir geschickt vorgehen. Wir mussten die Sekunden zählen, sofort zuschlagen und jeden zweiten Donner abwarten. Wir mussten langsam, methodisch und präzise sein. Es dauerte eine ganze Weile, aber der Sturm ließ ohnehin nicht so schnell nach. Wir schafften es, ein kleines Loch in den nächsten Raum zu schlagen, gerade groß genug, damit River hindurchkriechen konnte. Sekunden später hatte sie die Tür von außen entriegelt. Leise machte ich mich auf den Weg nach draußen. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass Pat uns beide erschießen würde, wenn er uns sah. Doch bevor ich etwas anderes tun konnte, führte mich River in den Raum, in dem sie sich versteckt hatte. Ein kleiner Abstellraum. Abgesehen von ein paar Möbeln waren die meisten Dinge darin für ein kleines Kind oder einen Säugling gedacht. River zeigte auf etwas Bestimmtes. Ein Stapel Bilderrahmen. Elena 1 Jahr alt, Elena 2 Jahre alt, Elena 3 Jahre alt. Und dann nichts. Sie wurde keine 4 Jahre alt, flüsterte River. Was ist da nur passiert? Wir verstummten beide. Da steckte mehr dahinter, aber ich hatte keine Ahnung was. Man hörte Pat und Angela unten sprechen. Irgendetwas von einem Fremden, der am nächsten Morgen kommen würde. Nur noch eine Nacht, flehte Angela. Pat war nicht überzeugt, schien aber zögernd zuzustimmen. Während sie sprachen, überlegten wir, durch eines der Fenster zu klettern. Am Ende des oberen Flurs angekommen, fanden wir das Schlafzimmer der Fischers. Alles war sauber und ordentlich. Wir schlichen uns zum Fenster und öffneten es. Mit einem Ruck half ich River hinauszuklettern. Es war zwar ein kleiner Sprung nötig, aber es war nicht so schlimm, denn man landete auf weichem Boden. Als ich mich umdrehte, um hinauszuklettern, hörte ich unten das Gespräch enden. Sie setzten sich in Bewegung. Ich zeigte auf River, winkte sie weg und flehte sie im Stillen an, Hilfe zu holen. Dann schloss ich das Fenster und eilte zurück in den anderen Raum. Die Zeit lief mir davon. Ich musste mich verstecken.
Ich legte meine Jacke und ein Kissen aufs Bett, damit es so aussah, als würde River schlafen, und versteckte den kaputten Stuhl hinter der Tür. Ich dachte, wenn ich mich weit genug nach rechts stellte, würde sie das kleine Loch in der Wand auf Bodenhöhe nicht sehen. Es war zwar riskant, aber es könnte klappen. Als ich in den Raum zurückkam, hatte ich allerdings eines nicht bedacht. Das Schloss. Es gab keine Möglichkeit, die Tür von innen zu verriegeln, und bevor ich es überhaupt realisieren konnte, kam Angela schon durch die Tür. Angela blickte zur vermeintlich schlafenden River hinüber und stellte zwei Teller mit etwas warmem Essen und zwei Flaschen Wasser hin. Sie schaute ein paar Mal zur Tür, als ob sie sich einen Reim auf das machen wollte, was sie sah. Ich glaube, sie kam zu dem Schluss, dass Pat vergessen haben musste, die Tür abzuschließen und dass wir es nicht bemerkt hatten. Warum sonst sollte ich noch in diesem Zimmer sein? Morgen früh ist alles vorbei, flüsterte Angela. Es tut mir leid, wegen all dem. Ich sagte nichts. Ich nahm nur einen Teller, stocherte im Essen herum und wartete darauf, dass sie ging. Was sie auch tat. Dieses Mal achtete sie darauf, die Tür richtig abzuschließen. Ich wollte noch einmal zur Flucht ansetzen, aber Angela verharrte draußen. Ich hätte zwar durch das Loch verschwinden können, aber der Sturm ließ nach und ohne genau zu wissen, wo Angela sich aufhielt, hätte ich es vielleicht vermasselt. Andererseits, welche Wahl hatte ich? Etwa eine Stunde verging. Ich ging 100 Pläne im Kopf durch, aber nichts schien mehr plausibel. Dass ich River überhaupt herausbekommen hatte, grenzte an ein Wunder. Eines, das ich wohl kaum wiederholen würde. Dann riss mich ein Geräusch aus meinen Gedanken. Eine Alarmanlage. Die Alarmanlage meines Wagens. Hatte River den Alarm ausgelöst? Zumindest steckten meine Schlüssel noch im Zündschloss. Wenige Augenblicke später brach draußen das Chaos aus. Jemand rannte die Treppe rauf und runter. Schrei, eine Tür knallte zu. Ich nutzte das Durcheinander, um mich durch das Loch in der Wand zur Abstellkammer zu zwängen und auf den Flur zu stürmen. Der Weg war frei, also beschloss ich, durch die Hintertür zu verschwinden. Ich wollte nicht aus dem Fenster springen und mir einen verstauchten Knöchel holen, wenn es nicht unbedingt nötig war. Eine Verletzung während der Flucht wäre wohl mein Todesurteil gewesen. Als ich um die Ecke blickte, war die Treppe frei, also rannte ich die Treppe hinunter, durch den Waschraum und zur Hintertür hinaus. Dort stand ich Angela gegenüber, die im Regen stand. Einen Moment lang starrten wir uns nur an. Wir wussten wohl beide nicht, was wir als nächstes tun sollten. Mein Instinkt war es, abzuhauen. Ihrer war es, um Hilfe zu rufen. Sobald sie aber den Mund öffnete, kam nur dieses schreckliche Kreischen aus ihr heraus. Ich hatte nicht bemerkt, wie River sich an sie heranschlich und die Schaufel schwang. Angela bekam einen Schlag auf den Hinterkopf. Es war, als würde ihr Licht ausgeknipst werden, und sie fiel mit dem Gesicht nach unten direkt in die Erde, nicht weit von der Markierung 14 entfernt. Zum Nachdenken blieb mir jedoch keine Zeit. Ich packte River an der Hand und rannte mit ihr in den Wald. Kaum hatten wir die Waldschneise erreicht, hörte ich diesen schmerzverzerrten Todesschrei. So einen Schrei vergisst man nicht. Es war, als würde einem das Herz aus der Brust gerissen. Pat hatte seine Frau gefunden. Mit River an der Hand bahnten wir uns einen Weg durch das Unterholz tiefer in den Wald hinein. Der Regen machte jeden Ast, jede Wurzel und jeden Stein zu einem glitschigen Untergrund. Blätter klebten an meinem Gesicht und meinen Klamotten, aber wir rannten weiter. Ab und zu hörten wir in der Ferne einen Schrei, der manchmal näher kam, in anderen Momenten wiederum unendlich weit weg schien. Dann ein Schuss. Wir warfen uns auf den Boden und bedeckten unsere Köpfe. Wir brachten uns hinter einem großen Felsen in Sicherheit und lauschten gespannt, woher der Schuss kam. Pat schrie, eigentlich brüllte er eher. Ein Leben für jedes Jahr! Das wollte er! Ein Jahr, bis sie alt genug ist, um für sich selbst zu sorgen. Um für sich selbst zu sorgen, wo wir es nicht konnten. Wir sind so weit gekommen. Das kannst du uns nicht wegnehmen. Das geht nicht. Das kannst du nicht. River hielt meinen Arm fest umklammert, während wir lauschten. Durch den Regen konnten wir kaum etwas hören, aber ich konnte die ungefähre Richtung erkennen, aus der Pats Stimme ertönte. Er kam direkt auf uns zu. Er kommt jedes Jahr. Und jedes Jahr machen wir es richtig. Wir haben es immer richtig gemacht. Wir haben alles, alles richtig gemacht. Er kam immer näher. River und ich sahen uns um, aber es gab keinen Ausweg mehr aus dieser Situation.
Aufzustehen würde uns verraten. Also war alles, was wir tun konnten, unten zu bleiben und zu warten in der Hoffnung, dass Pat und der Sturm vorbeiziehen würden. Doch so viel Glück hatten wir nicht. Pat trat neben uns, keuchend wie ein Biest. Er drehte sich zu uns um, als wüsste er genau, wo wir uns versteckten. Trotz des Regens konnte ich sehen, dass er geweint hatte. Wie ein verwundetes, jaulendes Tier hob er das Gewehr noch einmal in unsere Richtung. Klick. Nichts. Vielleicht hatte er vergessen, das Gewehr zu spannen. Vielleicht hatte er keine Munition mehr. Wie auch immer, unsere Herzen rasten und ich trat in die Offensive. Ich schnappte mir Rivers Schaufel, stand auf und stürzte mich auf ihn. Die Schaufel traf Pat an der Hand und brach ihm drei Finger. Einen Bruchteil später waren wir in eine wilde Rangelei verwickelt. Schlagen, treten, beißen, würgen. Es war erst vorbei, als River ihm mit einem großen Stein auf den Kopf schlug und sein Kreischen für immer verstummte. Wenn ich genau hinhöre, kann ich immer noch seinen wimmernden Schrei hören. Vor uns lag ein langer Weg. Verzweifelte Hilferufe unsererseits. Doch als der Morgen graute, waren wir in Sicherheit. Ich bin sicher, einige von euch haben davon gehört. Möglicherweise klingeln bei dem einen oder anderen ein paar Erinnerungen. Es ging um ein einsames Ehepaar, das auf seinem Grundstück nicht weniger als 10 Leichen vergraben hatte. Eine verrückte Art, einem Kind nachzutrauern, welches nicht einmal 4 Jahre alt geworden war. Dass sie entführt worden waren oder wie sie getötet wurden, wurde in den meisten Artikeln aber nicht erwähnt. Zum Glück habe ich weder meinen noch Rivers Namen irgendwo gelesen. In einer überregionalen Zeitung stand lediglich, dass 2 Augenzeugen die Behörden auf den Fall aufmerksam gemacht hatten. Das Letzte, was ich von River hörte, war, dass sie wieder mit ihrer Familie in Arizona vereint ist. Ich hingegen arbeite immer noch in der Kneipe. Das Ganze ist schon eine Weile her und ich versuche nach wie vor nicht zu viel darüber zu reden oder darüber nachzudenken. Ich bekomme immer noch Panikattacken, wenn ich an die Waffe denke, die auf mein Gesicht gerichtet war, und ich höre nachts immer noch die Schreie. Aber ansonsten geht es mir gut. Zumindest körperlich. Vor nicht allzu langer Zeit kam jedoch ein Mann herein. Ich hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Er war mindestens 1,90 Meter groß und ganz in Schwarz gekleidet. Er hatte weiße Haare und intensive, furchterregende blaue Augen. Er aß bei uns zu Mittag, stellte sich als Tom vor und stellte mir ein paar kurze Fragen über die Fischers. Als er fertig war, schenkte er mir ein Lächeln und hinterließ eine letzte kryptische Nachricht. Manche Menschen tun alles für ihr süßes Sommerkind.